Hey ho, meine Legionäre, und willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Und zwar möchte ich euch schon mal auf ein kleines bisschen die Zukunft vorbereiten, denn Anfang Februar werde ich ein neues Bad bekommen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt werde ich wahrscheinlich nicht hier zu Hause verbringen, weil, ne, wahrscheinlich bin ich da einfach beim Bab oder so und tagsüber könnte ich eh nichts aufnehmen. Und es laufen dann, so wie ich das verstanden habe, läuft dann auch irgendwo in der Nähe vom Bad oder im Bad dann separat noch so ein Trockengerät. Ist auch nicht gerade leise. Das heißt, mal schauen, wie es wird. Vielleicht kommt dann halt in der ersten Februarwoche oder in den ersten Februarwochen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also 2 Wochen ist Maximum angesetzt worden. Und je nachdem, wie das dann abläuft, ist es halt dann so, dass ihr dann eine Zeit lang halt gar nichts habt. Das heißt, ich werde dann, also es wird halt derzeit keine Livestreams geben, aber ich werde versuchen, für die Zeit vorzuproduzieren. Es ist ja dann für mich wie 2 Wochen Urlaub, obwohl ich vorher mir ordentlich einen abgeackert habe, um dann zu versuchen, halt dann euch Content da zu lassen. Das heißt, falls ich nicht genug vorproduziert habe, fällt das halt dann ein kleines bisschen ins Wasser. Tut mir leid, kann ich dann auch nicht ändern. Ansonsten, das Projekt Genshin Impact wird demnächst so teilbeendet. Also wird bloß noch maximal einmal die Woche als Stream sozusagen vorhanden sein. Und bei den zukünftigen Stream-Tagen bin ich mir auch noch nicht so sicher, denn das Wochenende, wie drücke ich es am besten mal aus? Ich habe nicht mehr genug Zeit, um dreimal die Woche zu streamen, denn wie gesagt, ich habe jetzt wieder viel Zeit ich verbringe jetzt wieder sehr viel Zeit mit einer Person, mit der ich auch Zeit verbringen möchte. Das heißt, ich kann halt dann schlecht sagen, okay, ich bin jetzt die Woche über 5 Tage von 7 bin ich ausgeplant. Das geht halt nicht. Das heißt, da wird es dann einfach so sein, dass ich dann halt dafür dann den Streaming-Abend wegfallen lasse. Und Videos kann ich ja, das wird bei mir dann so sein, dass es dann halt wahrscheinlich dann unter Woche 2 Streams gibt, vielleicht Dienstag, Donnerstag oder Mittwoch, Freitag, sowas in den Dreh, vielleicht aber eher Dienstag, Donnerstag. Und dann wird es zusätzlich so sein, dass ich Conqueror's Blade nochmal eine Chance geben möchte. Das heißt, ich habe jetzt eine Season komplett ausgesetzt. Hab bloß zwischendurch mal reingeguckt, um mir ein paar Einheiten freizuschalten und dann Sense. Dann habe ich gesagt, okay, hier mache ich ganz, ganz knallharten Cut. Und jetzt hat, glaube ich, Season 10 oder 11 oder so angefangen. Also dieses Highlands-Ding. Keine Ahnung, was da drin vorkommt. Das möchte ich mir halt mal angucken. Und ja, das wird dann höchstwahrscheinlich nur in Streamform passieren. Deshalb sagte ich ja, Genshin wird dann halt ein bisschen verschmälert, nicht mehr alles Genshin. Und halt dann Conqueror's Blade halt noch ein bisschen dazu. Denn ich bin mal ganz ehrlich mit euch, ich habe derzeit das Problem, ich würde gern mehr Content streamen, aber ich spiele halt sehr viele Nischenspiele. Also jetzt nicht so nischig wie Genshin oder Conqueror's Blade, weil das sind ja schon relativ größere und bekanntere Spiele, aber sowas wie Carboy Online spiele ich halt schon seit 11 Jahren oder so, habe ich das nicht mehr gespielt. Das hat mich jetzt letztes Jahr dann gepackt und hat gesagt, du willst wieder spielen, setz dich hin. Das war wirklich so, ich bin von Conqueror's Blade weggegangen und habe wahrscheinlich in der Zeit auch schon wieder hunderte von Stunden ins Spiel reingesteckt und habe einen Charakter auf Max Level, also 200 plus. Nicht Max-Level, sondern nur maximales Level, was man sich erleveln kann. Und nach Level 200 geht es halt noch weiter. Und das fesselt mich halt wie Sau, jeden Tag stundenlang. Zum Beispiel The Hunter, Call of the Wild, spiele ich in letzter Zeit auch sehr häufig mit einem Kollegen. Und ist dann schwierig einfach zu sagen, so, ah nee, das hätte ich auch Bock drauf, mal einfach zu sagen, so, yo. Das möchte ich jetzt mal aufnehmen oder davon gibt es mal ein Video oder sowas. Ist halt auch eher etwas, was man im Stream vielleicht mal zeigen kann und dann die meisten Leute trotzdem nicht gerne gucken werden.
Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich es mache oder nicht. Geht aber wahrscheinlich nicht, weil ich werde gern von Skyrim die Special Edition halt. Das Modpack, was ich jetzt sozusagen dafür habe, hätte ich gern gestreamt. Das Problem, was ich dabei aber sehe, ist eigentlich für jeden wahrscheinlich klar auf der Hand. Wenn ich das anfange zu streamen und nebenbei denselben Charakter auch im Let's Play spiele, nehme ich euch entweder was vorweg im Stream. Also entweder spoilere ich euch oder ihr habt dann auf einmal so eine Lücke drin, wo ich so frage, hey, was ist denn jetzt hier falsch? Und das möchte ich halt nicht. Das heißt, das wird dann halt ein bisschen anders laufen und dann muss ich halt, deshalb habe ich gesagt, ich muss mir überlegen, was ich mache. Final Fantasy zum Beispiel lohnt sich derzeit nicht zu streamen, weil ich einfach zu lange Login-Zeiten hätte. Da das neue DLC jetzt ja im Dezember oder November rausgekommen ist und halt der Hype vom Spiel jetzt halt immer größer ist und halt dadurch, dass ja WoW derzeit stirbt, ist halt auch Final Fantasy dann halt auch so gigantisch gewachsen und ich habe halt auch keine Lust, dann immer so lange da zu stehen und zu warten. Und ja, ich sag's mal so, wie es ist. Stellaris ist halt auch mehr ein Nischenspiel. Da habe ich, denke ich mal, mehr Spaß dran, wenn ich das dann mit den Leuten einfach so ein bisschen so nischig so vor mich hinspiele. Und ja, noch ein Thema zu dem größten Flop-Spiel für mich. Also ist kein krasser Flop von 2021, aber es ist schon ein Spiel, wo ich sagen muss, so, uff. Ich habe gewartet mit dem Spiel. Also ich kann euch ja sagen, dass das größte Flop-Spiel 2021 ist für mich New World. Das Spiel ist gehypt worden, überhypt worden, genauso wie Cyberpunk. Das sind Dinge gesagt worden über das Spiel und die Leute haben sich Dinge ausgemalt, die dann gar nicht gingen oder es sind halt Bugs vorhanden. Und das Problem ist, auch die, mit denen ich zusammengespielt habe, die haben gesagt, es macht keinen Sinn, großartig zu spielen, weil ich habe selbst mitgekriegt, ich stelle irgendwas ins Auktionshaus, es ist weg. Ich stelle mir irgendwo was her, es ist weg. Und ich denke so, what the fuck, ich hab doch. Und das ist halt etwas, was dann halt den Spielspaß sehr stark schmälert. Also von, das Spiel macht Spaß, es macht halt irre viel Spaß zu farmen. Es macht auch Spaß, der Story und zu folgen, die Landschaft anzuschauen. Aber es bringt mir nichts, wenn so die wesentlichen Sachen wie das Auktionshaus zum Geld verdienen oder auch andere Sachen zum Geld verdienen nicht richtig funktionieren. Und das ist halt das, wo ich dann gesagt habe, das Spiel haben sie schon verkackt gehabt am Anfang, als es darum ging, dass die Server stabil laufen. Leider, es ist Amazon, ich verstehe das nicht. Man hat doch, wenn man schon weiß und ich verstehe es ja einfach nicht, man hat ja schon die Warnung, oder man hat ja schon gemerkt an der Beta, wie viele Leute sich da zur Beta oder zur Open Beta gemeldet haben. Dann muss man doch mit einem Server angehen, der sagt so, yo, ich kann das stemmen. Und dann kann man, wenn es zu viel ist, halt dann das ein bisschen runterfahren, aber nicht sagen, ich bin so ein kleiner Knechtelserver. Verstehe ich nicht. Ansonsten habe ich, muss ich eigentlich sagen, 2021 keinerlei Spiele irgendwie groß verfolgt, die neu rausgekommen sind. Oder zumindest, es würde mir jetzt auf Anhieb kein Spiel einfallen, was für mich so relevant ist, dass ich sagen würde so, oh ja, das ist ein gutes Spiel von 21. Weil, ne? Keine Ahnung. Das neue Update von Final Fantasy, also das neue Add-on sieht halt gut aus. Aber ansonsten wüsste ich halt trotzdem nicht, welche guten Spiele 2021 rausgekommen sind. Aber ich weiß, welches Spiel für mich gefloppt ist. Zum Beispiel bei Cyberpunk muss ich sagen, Cyberpunk ist ja 2020 rausgekommen, oder? Ja, 2020. Das Spiel ist theoretisch, nachdem sie es überhyped haben, auch gefloppt, aber das Spiel hat sich wieder gefangen. Und ist geil spielbar, auch wenn man noch hin und wieder mal ein paar Bugs hat. Und manche Spielfiguren aus irgendeinem Grund auch immer einfach mal komplett nackt über die Straße laufen oder sonst irgendwelche irrwitzigen, ich nenne es mal spieletechnischen, nicht vorhersehbaren Fehler auftreten. Aber ja, ansonsten
Ja, ich hoffe, ihr seid gut über die Feiertage von Weihnachten gekommen, gut ins neue Jahr gekommen. Habt nicht irgendwo körperliche Schäden oder vielleicht irgendwas davongetragen jetzt zu Weihnachten oder so. Wäre natürlich für jeden wünschenswert und weiß nicht, es ist halt immer schwierig, dann irgendwie im neuen Jahr dann Motivation zu finden. Die meisten nehmen sich immer irgendwas vor und sagen dann, yo, möchte dieses Jahr 20 Sachen angehen. Und ich sage mir so, ich gehe dasselbe an wie letztes Jahr. Ich möchte mein Leben, so wie es ist, nicht weiterführen, sondern ich möchte mein Leben besser in den Griff bekommen. Das heißt, ich möchte versuchen, das weiß ich nicht, wie ich das am besten mache, aber ich möchte meinen Schlafrhythmus fixen. Ich möchte, wenn ich in der Nacht ins Bett gehe, auch nicht mich erst bis morgens um 4, um 5 irgendwann im Bett rumwälzen, weil ich nicht schlafen kann. Und das muss ich halt in irgendeiner Form dann kompensieren, indem ich halt, was weiß ich, hier nachmittags oder abends ein bisschen Sport mache. Einfach sozusagen den Körper ein bisschen auspowern, dass ich auch abends dann schlafen kann. Wenn es funktioniert, vielleicht sogar ein Fitnessstudio hier in der Nähe wieder suchen. Also wenn es das Geld zulässt und ansonsten einfach mal schauen, was das Jahr bringt. Ich hatte auch letztes Jahr schon mit meinem Therapeuten, nicht Therapeuten, mit meinem Psychiater geredet und hatte mit ihm besprochen, so, yo, was ist denn so dein Plan für nächstes Jahr? Und ich habe gesagt, naja, ich lasse mich weiterhin auf die Listen schreiben für Termine. Und er hat gesagt, ja, das wird schwierig aussehen die nächsten Jahre. Ich habe gesagt, ich weiß. Das Problem ist, ich bin kein Härtefallpatient. Das heißt, ich komme nicht irgendwo aus dem Krankenhaus und muss jetzt betreut werden. Das heißt, ich werde dann immer so ein bisschen weiter weggeschoben. Ich bin kein so ein, nenn es mal so ein Corona-Patient, der dann halt damit Probleme hat. Das heißt, ich werde auch wieder weiter weggeschoben. Und ja, für mich ist jetzt derzeit einfach nur abwarten, Däumchen drehen und halt versuchen, die Zeit sinnvoll zu nutzen, indem ich mich mit Menschen umgebe, mich zu Dingen zwinge oder zu Dingen durchringe, die ich halt selbst nicht gerne mache. Und einfach dann, ja, das Beste draus machen dieses Jahr. Einfach abwarten, was so kommt. Ich meine zum Beispiel, wenn es dann wieder hier die Heuschnupfenzeit anfängt und es halt wirklich mal ein extremes Jahr sein sollte, werde ich das auch merken, weil dann halt dann Videos wahrscheinlich mitten in der Nacht mit nassen Haaren oder so aufgenommen werden, dass ich das mal durchstehe, ohne dann hier abzukrebeln. Aber wie gesagt, ich hoffe, dieses Jahr läuft für uns alle besser. Ich hoffe auch, dass dieses Jahr dann mal bei Corona wir von der Pandemie wegkommen zu einer Epidemie, was dann einfach jährlich ist. Dann könnten wir nämlich einfach auch dann die ganzen Corona-Maßnahmen so wegfallen lassen, sondern dann wäre es einfach, ich übertreibe jetzt mal, sobald es warm genug ist, dann ist wieder alles normal. Und in den Wintermonaten ist halt dann so, ja, Zähne zusammenbeißen, ist halt man wieder mit Kontaktbeschränkungen und sowas beaufschlagt. Ich kann auch die Menschen verstehen, die immer sagen, scheiße. Kann ich verstehen. Ich find's auch scheiße. Aber was wollen wir machen? Solange nicht alle entweder genesen sind und damit immun gegen die ganzen Varianten, kann man halt nichts anderes machen. Dann. Ich bin kein Virologe oder sowas, aber wenn mir gesagt wird, aus wissenschaftlicher Hinsicht ist es halt besser, einfach dem Ganzen Zeit zu geben, dann setze ich mich hin und sage, okay, ich bin ein geduldiger Mensch, strapaziert meine Geduld nicht zu so sehr, ansonsten alles gut. Und wie gesagt, für alle die Menschen unter euch, die jetzt natürlich auch psychische Probleme haben, ich drücke euch die Daumen, dass ihr ein gutes Jahr habt. Ich drücke euch vor allem die Daumen, dass ihr auch ein bisschen das erreicht, was ihr erreichen wolltet oder erreicht, was ihr in irgendeiner Form halt machen wollt. Keine Ahnung. Setzt euch nicht zu große Ziele, immer schön kleine Ziele auf einmal. Denn das heißt immer so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber wenn ihr euch zu große Schritte zuwagt, ist die Chance, dass ihr halt dann zurückfallt in einen
schlechtes Muster oder sowas dann ja ist gegeben. Es muss ja nicht sein, sondern es wäre schon schön, wenn jeder, der halt Probleme jeglicher Art hat, einfach dann so immer so kleine Stückchen hier von dem Problem abschneidet, bis es irgendwann weg ist. Nicht sagen so, alles abreißen, wegschmeißen, das funktioniert nicht, das kommt dann zurück wie so ein Bumerang und knallt euch einen Kopf. Sondern einfach schön in Ruhe und mit Geduld an diese Sache rangehen. So, das war dann jetzt das Wort zum Freitag. Gut, wenn das rauskommt, wahrscheinlich das Wort zum Samstag, aber nochmal gesundes Neues an euch alle da draußen. Bleibt schön gesund, macht keinen Unfug und auf ein besseres Jahr 2022. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.